ETF. Ich hab den doch schon so auf den Kopf geschossen. Ja, die Sache ist, dass die Trefferkiste von ihm in dem Kampf ein bisschen speziell ist. Wenn du genauer hinschaust, siehst du halt, dass seine Schultern ab einem gewissen Punkt durchlässig sind und du musst halt genau oberhalb der unbesiegbaren Trefferkiste so hinschießen, dass der kleine Kopf getroffen wird. Was bei der Bewegung halt nicht immer so einfach ist. Also kann ich ihn zum Beispiel auch mit den Limonenschüssen treffen? Theoretisch ja, aber ich weiß nicht, ob du das willst. In der Situation sieht der voll aufgeladene Schuss jetzt fast schon sinnvoll aus. Aber ich glaube, dass du mit dem Kampf im Durchlauf ohne alles nicht viel Probleme haben wirst mit dem ersten hier. Ich weiß nicht, bis jetzt nutze ich noch immer mein Doppeldash, um rüberzukommen. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Methode ohne ziemlich schnell drin haben wirst. Okay. Und das auch einfach nur ein Muster ist. Und tja, den Kampf hier hat Stiebel ja ohne Schaden geschafft. Ohne alles. Okay, ja, wird bestimmt möglich sein. Ich denke mal, es könnte sogar durchaus sein, dass es ohne alles, ohne Schaden deutlich leichter möglich ist. Wenn eben nicht diese Mechanik so sehr behindert. Ich frage mich wirklich, was die sich dabei gedacht haben, einem die ganze Zeit so eine Mechaniken an Hand zu geben, die einen mehr behindert. Jetzt habe ich echt gedacht, ob ich ihn getroffen habe oder nicht. Plötzlich konnte ich mich nicht mehr bewegen, bin runtergefallen, dachte mir, scheiße. Ach ne, er ist tot. Ja, das ist es mit den Trefferkissen, die manchmal nicht ganz so ersichtlich sind, weil Sachen irgendwie parabelförmig fliegen. Beziehungsweise, du hast halt ganz eindeutig wieder einen Gegner erledigt, indem du ihn einfach nur erschreckt hast. Also relativ weit oben treffen. Mhm, genau. Ich meine, dass die kleinen Schüsse theoretisch auch treffen könnten, aber ist halt schwierig. Wobei, sieht es gerade doch nicht so aus. Nur von hinten treffen? Ja. Okay. Wie gesagt, diese Schultern da oben sind durchlässig. Der macht mir schon jetzt mit dieser Armor so viel Schaden, dass es schwierig ist, überhaupt irgendeine Taktik rauszufinden. Ja, umso schöner ist der Kampf ohne. Da ist halt einfach jeder Fehler so ziemlich tödlich. Ich glaube, bei diesem Spiel werde ich den ohne alles One wohl nicht so, stimmt, ich muss ja rüber. Was wirst du denn wohl nicht? In einem Part machen. Ach so. Ich dachte jetzt gerade schon, was kommt denn jetzt für eine Aussage? Weil gerade bei dem Mega Man X-Titel, den Stevel sich am ehesten zugetraut hat ohne alles. Also 2 wollte er nicht. 4 und 5 auch nicht, wobei ich bei 4 und 5 sagen muss, ich kann ihn verstehen.
Ich meine, ich kann mich natürlich noch irren, aber gerade wenn ich mir so an die normalen Standard-Mavericks denke, wie das komischen Katzenfisch. Mhm. Der wird halt ohne alles einfach nur ein Krampf. Ein bisschen. Ein bisschen sehr. Wie fühlt sich man sich da eigentlich so? Er steht so da, vorher seine Feuerbälle. Und sein Gegner ist eigentlich direkt über ihm und kratzt ja ganz an der Wand rum. Während er währenddessen einfach so ein paar Schüsse ins Genick bekommt. Ja. Mir sieht es richtig gut aus. Wenn ich so viele Fehler gemacht. Gar keinen, um genau zu sein. Sigma, wer ist das? Ich guck woanders hin. Wie war dieser Spruch immer? Cool guys, don't look at explosions. Kenn ich nicht, aber ja, ist nett. Und ja. Ach. Erst direkt schon wieder zwei Treffer. Wie soll ich diesen Raketen ausweichen, wenn die so nah sind? Ich glaube gar nicht. Hinter ihn gehen. Darfst halt nicht immer links von ihm bleiben. Ach Mann. Das ist alles möglich. Ja, diese scheiß Kugeln nerven mich aber am meisten. Mhm. Ich glaube nicht, dass die kleinen Schüsse irgendwas ausrichten. Dann braucht man hier wohl auch aufgeladene Schüsse. Ich hab das nie überprüft. Oh, meine Fresse, du behinderter Kugelkackbastard! Mann! Behinderter Kugelkackbastard? Wenn diese paar Gegner, weil die ballern und ballern und ballern halt in einer Tour. Das kotzt mich auch so ein bisschen an. Ja, hallo, Zero. Das wird jetzt übrigens mein letztes Continue. Wenn ich jetzt hier den Boss nicht besiege, mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Kein Problem. Notfalls beim nächsten Mal halt. Dass der nicht so lange auf sich warten lässt wie dieses Mal. Hoffentlich. Das kriegen wir schon. Mhm. Ich meine, jetzt fehlt dir nicht mehr viel. Und ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei dir jetzt noch ewig dauern würde. Ich würde auch zudem mal behaupten, dass du bei dem ohne alles war nicht unbedingt dabei sein möchtest. Wenn du das unbedingt so stark am Stück aufnehmen willst, wie möglich. Mann, man muss sich halt dann einen Termin. Ich würde es wahrscheinlich nicht komplett am Stück aufnehmen. Also ich würde schon Pausen zwischendurch machen, besonders dann, wenn es schwieriger ist. Ich hätte so grundlegend nichts dagegen. Okay. Aber man muss halt wieder Termine finden. Ja, kein Problem. Der No Damage Run ist zwar dann praktisch nur so ein Bonus im LP, das hat dann keinen zeitlichen Termin. Wenn ich jetzt hier den hochlade, also wenn ich das hier jetzt anfange hochzuladen, dann hat es ja gewissermaßen einen zeitlichen Termin, weil ich der dann nicht aus dem Muster eigentlich rausfüllen möchte. Hm. Aber das eigentliche Let's Play ist ja beendet, nachdem ich praktisch Sigma besiege. Zumindest wenn das der Endboss ist, aber das ist ja. Naja, ich sag mal, ziemlich offensichtlich. Wäre natürlich jetzt voll der Plot-Twist, wenn es doch nicht der Endboss wäre, aber... Ja, vielen Dank, Mega Man, dass du wieder mal nicht
das gemacht hast, was ich dir gesagt habe. Was wie auch immer es Sigma gerade geschafft hat, nur mit noch einen HP zu haben. Und wieder erschreckt. Ich muss wegen diesen scheiß Kugeln jetzt irgendeine Taktik finden, wie man hier ausweicht. Das ist mein Hauptproblem. Kugeln und Raketen. Wobei die Raketen einigermaßen gehen. Aber ich muss halt auch eine Kombination mit den Kugeln hinkriegen und einen Schussmoment finden. Auch immer schön, wenn das Spiel langsamer wird, weil die Raketen geschossen werden. Mist. Ja. Ja, aber... Oh, meine Fresse, ich muss mehr an diesen scheiß Kugeln, mich um die Kugeln kümmern als um alles andere. Die sind ständig da. Pokesport hat sich über diesen Boss im Speziellen ziemlich aufgeregt. Oh, meine Fresse. Dieser Boss nervt einfach so gewaltig. Kugel hier, Kugel da, Kugel hier, Kugel da. Diese Teile gehen mir so auf den Sack. Scheiß. Zurücklehnen und dann schießen. So. Ja, aber die Raketenschießer sind dafür ziemlich spendabel, wenn es um Lebensenergie geht. Sollten sie auch. Komme ich zumindest einigermaßen jetzt hoch. Hat's schon wieder gemacht. Mist. Mann, mach doch mal, was ich dir sage. Ich habe schon wieder viel zu viel Schaden genommen, plus weil Mega Man nicht richtig reagiert. Das kotzt mich so an. Ich kann die zweite Phase noch nicht No-Hit. Kann es ruhig mal mitmachen, Jägerman. Gegen die Phase ist an bei, wenn ich mich richtig erinnere, die Waffe von Crash Crawfish gut. Passt sich eigentlich sehr gut wegen der Reichweite, weil es gerade im Endeffekt was sehr ähnliches macht. Mhm. Und gegen die Phase, die danach kommt, müsste es die Waffe von Toxic Seahorse gewesen sein. Ich denke mal, du kannst dir sehr gut vorstellen, wie schön das ist mit diesen... Ja, das ist so ein typisches Mega Man 2 Trefferverhalten. Ja, gut, ich meine, der Vorteil dabei ist halt, die Trefferkiste von so, von diesen Dingern, wenn du sie mal oberhalb seiner Unverwundbarkeitstrefferkiste hast, sie verteilen sich halt trotzdem. Also, ich würde sagen, es ergibt schon Sinn mit den... ja, aber es sind halt so Situationen, wo man sich denkt, ja, komm, das sind jetzt...
keine Ahnung. Ist halt wie mit Topspin oder Snake halt den Gamma besiegen. Das sind so Waffen, wo man sich denkt, ja, die treffen wohl am schlechtesten. Ist ja an für sich auch am sinnvollsten, oder nicht? Da musst du zumindest nachdenken, wie du sie einsetzt. Ja, klar. Da geht man so viel Schaden. Ja, bei den Kugeln ist... Hm? Dieser kleine Schuss hier würde mir am besten gefallen, wenn ich ihn immer machen könnte. Was ich halt an diesen Kugeln am nervigsten finde, ist das Abprallverhalten. Dass sie halt, wenn sie abprallen, genau in die Richtung fliegen, wo du bist. Ach man. Raketen. Wenn er den Laser nach oben macht, zerstört er interessanterweise die Kugeln, die er links rausschießt. Lol. Okay. So ein bisschen habe ich jetzt was Handfestes. Aber ich gerade so drüber nachdenke, verglichen mit den anderen Waffen, die du zur Verfügung hast, ist doch eigentlich die von Toxic Seahorse noch fast barmherzig, was das Treffen betrifft. Stell dir vor, es wäre die von Blizzard. Alles klar. Ich weiß, was du meinst. Oder genauso Tunnel Rhino. Oder noch besser, Volt Catfish. Die Nahkampfwaffe. Musste ihm jedes Mal direkt ins Gesicht springen, um ihm damit Schaden machen zu können. Jo. Ja, also wenn ich mal ein Heck bauen sollte, ne? Schon klar. Dann ist das Dr. Sigma von der elektrisierte Dr. Sigma. Naja, dass er das Sigma eine Elektroschwäche hat, ist ja jetzt nichts so Ungewöhnliches. Ja, sollte jetzt eine Anspielung auf Dr. Wolf von der Marine sein. Ich hab schon verstanden, dass es eine Overlord-Anspielung ist. Ich erinnere mich. Und jedes Mal, wenn ich einen Mega Man X-Teil sehe, denke ich mir, Mega Man X Corrupted könnte so langsam mal fertig werden. Oder vielleicht einen neuen Arbeitsschritt vorzuweisen haben. Ist das ein Hack oder was? Das ist ein Fangame. Das ist quasi ein Mega Man X-Spiel, aber Open World. Von Capcom oder von Fans? Naja, gut, Fangames hast du gesagt. Doof. Alles gut. Nö, aber das ist komplett selber entwickelt. Schwierigkeitsgrade, von denen der höchste wirklich abartig ist. Also am höchsten tauchen Gegner auf, da hat der Hersteller selbst massive Probleme gehabt. Und ja, wie gesagt, es ist halt Open World. Es ist halt wirklich eine riesen Mega Man X Welt, die du erkunden kannst. Du hast auch mehrere Charaktere in dem Sinne zur Auswahl. Verschiedene Rüstungsteile, die du auch in Einzelteilen miteinander kombinieren kannst, die du willst. Mhm. Ja, dementsprechend halt auch Waffen. Die Bosse funktionieren auch je nach Schwierigkeitsgrad anders. Also sind halt dementsprechend schwieriger, natürlich. Mhm. Und ja, auch die ganzen Level für sich stecken halt voller eigener Mechaniken und da hat er halt mittlerweile schon einiges vorzuweisen gehabt. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal, JKB Games.
Und da veröffentlicht er immer wieder Videos, wo er den momentanen Stand der Dinge zeigt, was er gerade so gemacht hat. Ab und zu macht er auch Übertragungen, wo er so ein bisschen selber herzeigt, was momentan so spielbar ist. Und er hat auch einmal den Teleporterraum gezeigt, mit dem man zwischen den ganzen Welten, also den Abschnitten hin und her reisen können soll. Das Einzige, was ich mir da dachte, war, ach du Schande, sind das viele. Ja, ich sag mal, das Lustige ist halt, er will halt auch kein Geld dafür, er will nicht mal spenden oder irgend sowas. Und... ja, es ist einfach unglaublich, was der da auf die Beine gestellt hat. Ich freue mich schon seit langer Zeit drauf, aber mal, wenn er da zum Großteil alleine dran hockt, dauert's halt. Ja. Aber nicht sagen, sowas könnte Capcom ruhig aufmerksam werden. So, ich habe jetzt so eine Taktik auf jeden Fall für den gefunden, zumindest für die linke Seite weiß ich jetzt hundertprozentig, wie ich ausweichen soll. Bei der rechten Seite macht mir die Raketen-Ball-Kombination noch immer ein bisschen Probleme. Ich habe da vielleicht auch noch eine Idee, aber die müsst ihr dann beim nächsten Versuch austesten. Aber ich habe gesagt, das ist der letzte Versuch für diese Aufnahmesession. Demzufolge beim nächsten Mal. Also, sage ich mal, das war Mega Man X für heute. Bis zum nächsten Mal und ciao. Mega Man X 3. Ciao. Mega Man X 3, ja stimmt. Ciao.